Deutschlands schönster Firmenlauf machte seinem Namen alle Ehre. Im Zielbereich des Olympiastadions glückliche Teilnehmer nach 6,2 Kilometern, die vom Ein-Mann-Unternehmen bis hin zum Großkonzern von jedem gelaufen werden konnten. Und auch sportliche Prominenz war mit dabei. Laufen macht wahnsinnig glücklich, schon im Vorhinein, denn die strahlen alle hier, freuen sich wahnsinnig. Die Freude schon vor dem Lauf beim Warm-up riesengroß. Knapp 450 Unternehmen schickten über 7000 Mitarbeiter an den Start, eine Steigerung von 70% gegenüber dem Vorjahr. Und ein Ansporn für jeden, besser als die eigenen Kollegen zu sein. Wer heute natürlich nicht gerade glänzt, positiv mit einer Zeit, der wird natürlich nochmal schön in der Firma mit einer netten E-Mail bombardiert, ganz klar. Der langsamste Kollege, der wird morgen den Abwasch dann machen oder die Spülmaschine ausräumen, ja, da wird schon was geben. Ja. Die größten Teams stellten Edeka und Siemens, jeweils um die 900 Mitstreiter. Der B2Run in Berlin, er gilt als Finale der deutschen Firmenlaufmeisterschaft. Und hier ging es zwar auch, aber nicht nur um Bestzeiten. Ich habe den Anspruch, eine gute Zeit und auch Spaß zu haben. Wir wollen natürlich die Bestzeit knacken, ja, und der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen. Ja. Dabei sein ist alles und ist jetzt das zweite Mal, dass wir dabei sind und freuen uns einfach drauf. Hier richtig gut amüsieren alle gemeinsam und deswegen sind wir hier. Der Massenstart am Marathontor, die Laufzeit wurde individuell gemessen. So konnten die schnellsten Sportler, die fittesten Unternehmen und auch die originellsten Teilnehmer ermittelt werden. Besonders reizvoll, der eigenen Chefetage den Schneid ab, laufen. Ich habe gerade eben schon mit ein paar Leuten gesprochen und die haben auch alle gesagt, wir sind nur mit, weil der Vorstandsvorsitzende auch mitläuft. Und ja, da muss man auch als gutes Beispiel vorangehen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Art und Weise. In 7 B2Run-Vorentscheidungsstandorten können sich Unternehmen für das Berliner Finale qualifizieren. Aber auch ohne Qualifikation kann hier gelaufen werden. Bundesweit nehmen so über 40.000 Läufer teil. Ein neuer Weg im Aufbau von Netzwerken und Gemeinschaftsgefühl. Macht unheimlich Spaß, weil wir auch verschiedene Abteilungen sind. Wir haben uns zusammengeschlossen und so lernen wir die anderen auch mal kennen und Sport verbindet. Und das Schönste? Die Ankunft im Ziel mitten im Olympiastadion. Ein ganz besonderer Lohn für schweißtreibende Leistungen. Ja.